دوستان خوب هستید؟ سلامت هستید؟ دوستانی که آلمانی یاد میگیرن این درس های فارسی هست که میتونه برای شما هم تا حدی مفید باشه. به آلمانی زبان ها فارسی درس میدیم. almanifarsi.com/persisch. خب درس 54. این درس 54 هست. 50 هو دیزز هو او در او بدویتد و او در اونت 50 اونت 4 50 و 4 50 و 4 54. Chor. Wir haben in der letzten Lektion vereinbart, dass wir nun mit der Vergangenheitsform weitermachen. Man hastam, ich bin, tu hasti, du bist. U, ja un, in der Umgangssprache, hast, er oder sie, hast, ist. Ma hastim, wir sind, schoma, ihr oder sie. Im Alltag kann man aber auch hastid sagen, ist kein Problem. Hastid oder Hastin. Anha, una, sie, dritte Person, Plural, zum Beispiel meine Eltern, sind. Anha, hastan, hastand. In der Umgangssprache sagt man hastan. Dieses der wird nicht ausgesprochen. Anha oder ishan, das ist gehobene Sprache. Anha, ishan. Ishan, manchmal sagt man ishun, ishun, so. Das ist gehobene Sprache. So, wie du siehst, hier haben wir hast als Wurzel gehabt und wir haben die Endungen addiert. Genauso machen wir für die Vergangenheit. Die dritte Person, un, but, ohne Endung, ohne jegliche Endung, but, but. Das heißt, er war un but. Sie war un but. Es war einfach but. Das war einfach gut oder unbut, wenn wir betonen wollen. Gut. Das kann also einmal gut kann es war, das war, er war, sie war bedeuten. Wir addieren dieselben Endungen, um die Vergangenheitsform zu bilden. Gut. So, Budam, ich war. Budi, du warst. Gut. Budit, gut plus it, budit. Ja, budin, hastan, budan, budan, ja, budand. So, fertig. Budim, budim. Wie Buddha, Buddha. Wie Buddha. Bud von, kommt von Buddha. Buddha war. Ja, der Buddha war eine gute Person. Buddha war. Budam, budi, bud, budim, budin, budan. Zum Beispiel, wo warst du? Wie kann man wo warst du bilden? Wo bedeutet koja? Du bedeutet to. Ich kann auch das weglassen, aber auch mit Betonung oder ohne Betonung. To koja budi. To koja budi. Wo warst du? To koja budi. To koja budi. Die Betonung. To koja budi. To koja budi. Oder کجا بودی؟ کجا بودی؟ و warst du؟ کجا بودی؟ خونه بودم. Ich war zu Hause. خونه بودم. دارو خونه بودم. Ich war bei der Apotheke. Oder in der Apotheke. دارو خونه بودم. Ich war in der Schule. An der Schule. مدرسه بودم. مدرسه. مدرسه بودم. Ich war an der Uni. دانشگاه بودم. Du brauchst nicht an der oder in der sagen. Ja? Wie gesagt, das haben wir schon mal gehabt. Das ist nicht notwendig. Straße. Ich war auf der Straße. Chiabun budam. Chiabun. Ja, tu chiabun budam. Natürlich kann man auch tu sagen. Tu bedeutet in. Tu chiabun. Der. Tu chiabun budam. Meine Laune ist gut. Halam chube. Halam chub hast. Halam chub bud. Halam, meine Laune war gut. Halam chub bud. Halam chub nabud. Natürlich kann man hier überall na addieren, um eine Negation zu bilden. Nabudam. Nabudi. Einfach na. In hier für hastam addieren wir, für ha addieren wir ni, nista. Richtig? Hastam, nista. Budam, nabudam. Hasti, nisti. Budi, nabudi. Überall na addieren. Nabudi, nabud, nabudim, nabudin. Ja, nabudit. Nabudan, ja, nabudand. Nabudan. Ganz einfach. Chune budi, na chune nabudam. Koja budi, madrese budam.
پدرت کجا بود؟ سر کار بود. سر کار هایز بعد آمد. سر کار بود. اوا بعد آمد. پدرت کجا بود؟ و وار دین فادر. پدرت کجا بود؟ Das ist eine Frage. پدرت کجا بود؟ سر کار بود. خونه نبود. خونه نبود. Man sagt nicht خونه نبود. Ja, das ist einfach ein sehr leichtes D. خونه نبود. خونه نبود. کجا بود؟ خونه نبود. سر کار بود. دیروز. گستن. کجا بودید؟ کجا بودین؟ و وارت ایه و در و وارن زی. کجا بودین؟ شما دیروز کجا بودین؟ شما دیروز کجا بودین؟ خونه نبودین. یه وارت نیست و آوزه. خونه نبودین. خونه نبودین. خونه نبودین. یه وارت نیست و آوزه. Das ist keine Frage mit Ausrufezeichen hier. خونه نبودین. Okay, die Betonung ist jetzt wichtig. Hier. خونه نبودین. خونه نبودین. Wie du siehst, خونه wird betont. خونه نبودین. Ihr wart nicht zu Hause. Wo wart ihr? کجا بودین؟ Eine Frage. خونه نبودین. Wart ihr nicht zu Hause? خونه نبودین. Die Betonung kommt auf. نبودین. Geht nach... Der Satz, also die Melodie ist wichtig. خونه نبودین. Melodie مهم هست. خونه نبودین. خونه نبودین. خونه نبودین. خونه نبودین. خونه نبودین. نه خونه نبودین. خونه نبودین. وارت یه نیست تو آوزا. نه خونه نبودین. So, die Betonung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, um verstanden zu werden. Wir arbeiten daran noch. Zum Beispiel, Miram heißt, ich gehe. تو میری اون میره er geht sie geht میریم ما میریم شما میرید اونا میرن میرم for die dritte person er oder sie اون رفت so jetzt kannst du natürlich alles hier in das vervollständigen diese tabelle jetzt kannst du diese tabelle vervollständigen رفت addieren wir die endungen رفتم رفتی رفت اون endung رفتیم رفتین رفتن Sie sind gegangen oder sie gingen. Sie. Una raftan. Meine Eltern sind gegangen. Pedar madaram raftan. Raftan. Wo bist du gegangen? Koja rafti. Koja rafti. Koja rafti. Wo bist du gegangen? Oder wo gingst du? Ja? Besser gesagt, wo gingst du? So. Ganz wichtig. Wir machen hier weiter. Also jetzt weißt du, wie man die Vergangenheitsform bildet. Einfach dritte Person ohne Endung und für den Rest dieselben Endungen addieren. Natürlich müssen wir hier wissen, dass es raft die unveränderte Form für die Vergangenheit ist. Und du wirst bald sehen, dass diese Form auch für der Infinitiv wichtig ist. Alles Gute, viel Erfolg, auf Wiedersehen.